Schuhe nach Maß gibt es in Leipzig nur hier, im Fußgänger bei Peter Hartwig. Aus hochwertigem Leder produziert er voller Hingabe gerade einen Herrenhalbschuh, ein besonderes Unikat. 2008 hat der gebürtige Leipziger entschlossen, sich selbstständig zu machen. Es war am Anfang auch nur erstmal eine Lehre und ein bisschen die Möglichkeit, Brötchen zu verdienen. Und dann irgendwann hat sich das richtig zu einer Leidenschaft entwickelt. Deutlich mehr als 40 Stunden in der Woche verbringt Peter Hartwig in seiner offenen Werkstatt. Neben Reparaturen und orthopädischen Arbeiten haben es ihm die Maßschuhe angetan. Mehr als 40 Schuhe entstehen jährlich in seinen Händen. Oft sind es außergewöhnliche und anspruchsvolle Exemplare, die er so schnell nicht vergisst. Es gab einen besonders kleinen Schuh, einen Damenschuh. Die eigentliche Schuhgröße war die 33. Wir haben den Leisten dann ein bisschen gestreckt, sodass wir auf eine 36 gekommen sind. War ein ziemlich spitzer, hochhackiger Pumps, ein Hochzeitsschuh. Das war, würde ich sagen, der kleinste Schuh und der größte war eine 50. So ein Leisten schon mal und dann ringsrum den Schuh bauen, das war dann schon eine Herausforderung. Peter Hartwig baut auf Wunsch auch so manche ramponierten Schuhe nach, nur dass sie dann richtig sitzen und stabiler sind. Das hat allerdings seinen Preis. So müssen seine Kunden mindestens 800 Euro in den perfekten Schuh investieren. Dass es in Leipzig überhaupt Aufträge gibt, hätten viele Kollegen nicht gedacht. Als die Berufskollegen erfahren haben hier in Leipzig, dass ich Maßschuhe anbieten will, wurde ich müde belächelt. Das wurde eigentlich so geantwortet mit meinem Gott, da findest du doch niemanden hier in Leipzig und das ist viel zu teuer. Und da konnte ich also jetzt einfach mal das Gegenteil beweisen. Er kann stolz sein auf sein seltenes Handwerk. Unzählige Arbeitsschritte führt Peter Hartwig durch, bis der Auftraggeber dieses Paars zur Zwischenanprobe vorbeikommt. Der 44-Jährige erklärt, wie es mit diesen Schuhen weitergeht. Als nächstes kommt dann der Rahmen drauf. Der wird vernäht mit der Brandsohle, ja, dauerhaft befestigt. Hier kommt dann noch ein Korkausball rein, dass der Fuß schön weich auftreten kann. Hier hinten kommt das Gelenkstück rein. Und dann kommt auf diese Struktur die Laufsohle. Etwa ein halbes Jahr dauert es, bis ein Paar fertiggestellt ist. Hier an der Leipziger Kali auf dem Feinkostgelände. Für Peter Hartwig ist klar, er beschreitet sein Leben mit selbstgemachten Schuhen.